Hallihallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play mit den Mods, die schon erschienen sind. Ich habe jetzt mal zwei schon mal zum Testen installiert. Das ist einmal der Nativ Trainer und Secret Location Mod. Da kann man verschiedene gesperrte Gebiete nochmals betreten. Ist mir jetzt hier auf der Map angezeigt. Und ich möchte euch mit euch einfach ein bisschen die Mods anschauen, sie mit ihnen Spaß haben und alles Mögliche. Und nebenbei noch die Singleplayer-Kampagne genießen, bevor wir dann wieder in den Multiplayer gehen. Weil momentan ist mir ein bisschen langweilig im Multiplayer. Und ja. Also, dann suchen wir mal den ersten Punkt auf. Gehen wir mal dahin. So, hier links. Was ist denn das? Okay. Corona, County of Los Santos. Das ist wahrscheinlich... Hä, was ist das? Kein Gate, ja, 5 noch nicht so gut. Der Bagger. Wahrscheinlich den Abschleppwagen. Ich möchte kurz was ändern und zwar den Player. Dankeschön, Telefon. Ich brauche dich nicht momentan. Skin Changer. Was machen wir denn? Wir spielen mal Trevor. Lol, der sieht ganz. Okay. Wir gehen mit einem Schimpansen jetzt rein. Ich glaube, so geht man raus, ja. Wir gehen mit dem Schimpansen kurz rein. So kann man sicher rein. Oh Gott. Und wie kommt man rein? Was geht es nicht? Ach, schade. Dann. Eine Henne. Michael. Katze. Was ist das? Aha. Genau, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht in die Mitte drücken. Die Steuerung von diesem Launch ist extrem blöde. Kann man sich unbesiegbar machen? Da werde ich ja gleich zur Taube. Oh mein Gott, darf man nicht mal Tiere haben? Toll. Und jetzt? Ja, wenigstens sind wir jetzt wieder oben. So, ich will Tigna. Nö. Was? Ich bin ein Tourist. Nein, nicht so eine Touristin. Okay, Golfer. Sind das jetzt alles Weiber? Winnewood. Scheinbar schon. Hillibilly! Oh Gott, Transvestite. Ja, den. Nehmen wir den Skin. So. Und jetzt nicht mehr hören. Ich wollte noch kurz schauen, wie es mit dem Ding geht. Misk. Nein, nicht da. Ah ja, den muss ich. Ich hoffe, ich komme keine Sperre über. Never Wanted mache ich mal an. Ist es unsichtbar? Fast dran. Okay, Fix Player. Ich hoffe, er bleibt nicht dann die ganze Zeit. Aber mal schauen. Und was ist jetzt mit schnellen Rennen? Gut. Was haben wir hier? Was ist gelb? Hä? Für was ist das gelb da? Ich will nur Waffen holen. So. Nein, ich hab's Lust. Ja, können wir auch mal anmachen. Nein, später.
machen wir mal hier. So. Gut. Ja, aber jetzt ist alles in den Ding. Ich muss das Ding noch ein bisschen verstehen. Ich möchte... Okay. Da, das. Gut. Ja, schon besser. Hallo, ich möchte das. Okay. Wir gehen jetzt hier rein, wenn wir können. So, jetzt sind wir drin. Hier ist wahrscheinlich das Krankenhaus. Vielleicht so das Privatkrankenhaus. Okay. Heute operieren mit Drago. Wir spielen den Surgeon Simulator. Und machen Scheiße. Hier ist ein Herz. Ah, Venen. Und eine Arterie. Aha. Verstehe. Okay. Nun gut. Irgendwas mit mir ist sicher. Lol. Sieht das wie ein Labor. Na, finden wir hier was? Hier ist Alarm. Ich möchte gerne in den Lift. Und jetzt in den dritten Stockwerk. Komm schon. Oh, sieht der. Naja, da machen wir es ja nichts. Gehen wir halt nicht nach oben. Also, ihr dürft gerne wünschen, ich schreibe es auch unten in die Videobeschreibung, was ihr so haben wollt für Mods, welche ich ausprobieren soll. Und ich mache den größten Scheiß mit denen. Wirklich. Ach komm, die Steuerung ist ein bisschen kacke. So. Wir gehen noch weiter nach oben. Vielleicht finden wir einen Helikopter hier oben. Hier ist Benzin. Benzin. AZ Danger. Okay. Ich habe ein Hobby. Ich habe ein neues Hobby. Fram hier drin. Komm schon. Chef. Da. Noch mehr, no. Okay, gehen wir wieder raus. Chef. Sorry, wollte ich nicht machen. Also tschüss, Chef. Ich gehe wieder. Ich bin unschuldig. Oh, cool. Mikrowelle ist kaputt. Ich mag das nicht, wenn die Mikrowelle kaputt geht. Dann erschieße ich sie. So. Fertig. Oh Gott. Es ist cool, dass Rockstar uns erlaubt hat, Mods im Singleplayer zu benutzen, und da ich den Nativ-Modus, einen Nativ-Trainer habe, habe ich auch kein Multiplayer, also ich kann nicht aus Versehen in Multiplayer reingehen. Das ist sehr nett von den Nativ-Trainer-Macher. So, wir gehen mal hier weiter, geht's nicht. Ist das eine Mission? Ich denke schon. Putzweil, sie haben nicht aufgeräumt. Deshalb räume ich auf. Ja, genau. So, was ist hier? Gleich wie oben. Genau gleich. Genau gleich. So. Ah, das ist hier. Das ist der erste... Das ist... Ich muss runter. Was ist unten? Geheimlabor? Gar nichts.
Schade. Also, dann schauen wir noch ein zweites Gebäude an. So. Raus hier. Ja, ganz raus. Mal kurz ein Auto. Vehikel spawnen. Was nehmen wir? Ein Bus. Ja. Es gibt doch irgendwie, glaube ich, 24 oder 60 Minuten oder so Film, wo der Bus entführt, nein, nicht entführt wird, irgendwie eine Bombe im Bus ist. Und dann man so schnell wie möglich fahren muss. Also der Fahrer, also der Held. So. Wir fahren mal. Wohin fahren wir? Zum nächsten Punkt, der wäre, da war ich, da oben wären, ich wäre ein, komm, wir gehen in die Arena, in das Stadion und spielen ein bisschen Fußball oder was das ist, für ein Stadion, ich denke Baseball oder Basketball, machen wir schon, knatsch, knatsch, okay. Es ist nicht mehr rot. Ich kann durch. Ich habe den Stau aufgelöst. Seht ihr? Die Busfahrer, euer Freund und Helfer. Sorry, wollte ich nicht. Ihr wart ein bisschen im Weg. Gut, da rein muss ich. Okay. Kann ich mit dem Bus hier rein? So. Ah, schön. Schön parkieren. Gut. Ah, bin ich ein guter Busfahrer. Ich muss das noch ein bisschen trainieren, aber ja. Ich werde es wieder machen. Ah, schön. Wie kann man hier rein? Da kann man rein. Ja. Es ist hier geschlossen. Heraus. Hopp, 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 hopp. Ja, genau. Oh, hab ich euch erschossen? Okay, den lasse ich. Die nicht. Die haben scheiß Kleidung an. So. Ich will aber irgendwo rein. Vielleicht nach unten. Hm. Sie sollten die Interiors noch ein bisschen modifizieren. Das würde richtig cool aussehen. Aha. Willkommen bei Deutschland sucht einen Superstar. Lalalala. Fame or Shame. Ja, das passt sehr gut. Geil gemacht, Inge. Das ist mal krass. Fame or shame. Das sind Scheißfrüchte. Und die Donuts, die haben zu viele Emulgatoren drin. Das geht mal gar nicht. Da geh ich lieber wieder raus und geh wieder nach oben. Hier überall nicht rein kann. Das ist so schade. Das ist verschenktes Potenzial, Rockstar. Ihr seid einfach nur schlecht. Ihr habt ein schlechtes Game gemacht und dafür muss ich jetzt modden. Oder modded Mods benutzen. Ach komm. So. Oh. Ein Geschenk für die Wache. Ja, nicht für mich. Er läuft einfach raus. Er läuft einfach raus. Das geht mal gar nicht. Das geht mal gar nicht. Also das ist Schweine. Das ist unmöglich. Das geht mal gar nicht. So? Dankeschön für das Geld. Ah, sie sehen schön aus. Schönes Lagerfeuer. Naja, nun gut. Dann gehen wir mal weiter. Der Bus ist weg. Ah, der Bus ist dort drüben. Nun gut, dann mache ich mal weiter. Oh. Das ist nicht für mich. Ich habe keine Polizei. Ich bin außer Dienst. Ich habe keine
Ich habe kein Gangster. Ich bin nicht ein böser Mensch. Ich bin außer Dienst. Ich bin ein ganz netter Mensch. So. Ich möchte etwas Schönes finden. Vielleicht das. Also es gibt noch richtig geile Mods. Leider sind die schwer zu installieren. Ich muss da mir ein bisschen Zeit nehmen. Momentan habe ich vielleicht 2 Minuten kurzes runtergeladen. Und um es euch zu zeigen, also ihr seid eigentlich live dabei, wie ich Mods benutze. Ah, schön. Ich werde alles mit euch erfahren. Ich werde nicht spielen mit Mods. Nur wenn ich aufnehme. So, ich muss den Ding ausmachen. Nein, ich hab nichts gehört. Vielleicht wird die erste Folge vielleicht ein bisschen Ding unter wegen der Werbung, aber das heißt dann nur, dass ich kein Geld verdienen kann mit dem Video, was ich sowieso nie mache. Deshalb geht das schon in Ordnung. Und wenn, dann sorry, ich wollte es nicht benutzen, ich hab's einfach. Ich hatte es einfach an, wieso nicht? Ah, ich weiß, wo wir sind. Also, liebe Zuschauer, wer will gerne ein bisschen gefoltert werden? Hier ist der Folterkeller und ihr dürftet gerne, aber liebend gerne dürft ihr hier Platz nehmen. Ich kann mit euch spielen. Stellt euch das mal vor. Und es ist am Buggen. Ja, ich weiß wieso. Wahrscheinlich, weil es nur eine Zwischensequenz hier drin ist. Geht das nicht? Ja, ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Dann gehen wir wieder raus. Und zur nächsten Location. Aber nicht bevor ich... Ja. Da ist die Kopie... in die Luft gesprengt habe. So, jetzt nächste Location. Ich liebe Mods. Ich bin so ein Fan von fast jedem modbaren Game. Habe ich mir gekauft und habe gespielt. Ah, sehr einfach zum Träumen. Manche Mods sind sogar fast besser als die eigenen, also die Spiele. Oh, ich muss nicht hier. Also, zum Beispiel momentan Enterel oder wie soll von Skyrim. Richtig genialer Mod. Den werde ich natürlich dann let's playen. Ich habe Skyrim schon Ewigkeiten. Seit dem 11.11.11. habe ich Skyrim. Ah. Und dann werde ich das genießen. Und es gibt noch andere gute Mods. Vielleicht bald auch für GTA 5. Wie bei GTA San Andreas gab es auch richtig coole Mods. Aber da war es noch nicht so ganz gut möglich zu modden. So, wir schauen hier rein. Okay. Checkers! Yay! Checkers! Lass mich drüber. Also, was ist hier? Bier! Wir saufen eine Runde Bier. Oder Hundefutter. Hundefutter. Und hier ist die Schlachtbank. Schlachthof. Und hier drin hinten ist... Aha. Lecker. Oh. Ah, ist das lecker. Sieht das cool aus. Oh, das ist so cool. Wir sind in der Metzgerei. Wir haben hier unseren Spaß. Können ein bisschen blicken. Ein bisschen Fleisch abknollen. Und alles Mögliche. Oh, ist das toll. Ah, ist das hübsch. Ah, ist das hübsch. Ah, ist das sehr hübsch. Das ist mega geil. Ah, schaut mal. Sogar Automatik. Gehen wir drauf. Komm, wir müssen... wir müssen in den Häcksler. Komm schon. Nein, bitte. Oh. Spielverderber, Rockstar. Ihr seid Spielverderber. Und kann ich mal rein. Oh, die bewegen sich nicht. Ja.
Also bei GTA San Andreas ging das kaputt. Rockstar, ihr entwickelt euch zurück. Also bitte. Eure Technik ist auch nicht so ausgereift. Sie ist nur super gut. Sie ist nur Ultima. Ja, ja. Nächstes Ziel. Kann man sicher hier raus, oder? Komm schon, ey. Ach Gottchen. Also gehen wir wieder zurück. Speedy Gonzales. Gut. Und dann hier raus. Was ist das Eis? Seit wann ist eine Metzgerei so lang? Wahrscheinlich eben wegen einer Mission, wo man hier irgendwie eine Verfolgungsjagd hat. Oder wo jemand fliehen muss. Gut. Also, nächster Stopp. Nächster Halt. Was ist das? Sieht man leider nicht. Die Pole kommt nicht. Wieso kommt sie nicht? Ich weiß nicht, wieso die Pole nicht kommt. Oh, das sieht aber jetzt noch etwas Speziellem aus. Was haben wir denn hier? Da gucken wir mal hier. Sieht sehr speziell aus. Okay, kann man hier rein. Müssen vorne rein. Da. Schauen wir mal, was hier ist. Aha. Okay. Hochofen. Was ist? Komm nochmal. Komm. Muss ich nachhelfen? Stichflammen. Also, diese Mission muss ich unbedingt machen. Die würde ja richtig cool sein. Okay. Also, ich werde die Story natürlich nebenbei auch spielen und vielleicht auch fertig machen. Aber was ich wahrscheinlich nicht machen werde, ist unbedingt cheaten oder so. Es ist klar, dass manche Missionen vielleicht ein bisschen zu schwer für mich sind, vor allem wegen der Steuerung. Aber das erste Mal vor allem werde ich nicht cheaten. Und... Aha! Okay, dann fliehen wir hier wahrscheinlich von jemandem oder so. Also Invisible ist Unbesiegbarkeit, okay. Dann möchte ich gerne World, Moon Gravity, Random Cops, Random Train, Random Garbage Trucks. Was ist das? Random, also random zufällig. Kann das sein, dass die irgendwie, dass der Generator dann alle irgendwie zufällig platziert ist. Aber wie ist es denn das an? Ich weiß nicht. Time? Okay. Das Wetter? Extra sunny, foggy, rain, thunder. Komm schon. Ach. Das geht mal gar nicht. Jetzt regnet es auch und donnert und da kommen noch Blitze. Ey, oh. Das geht mal gar nicht. Ich möchte noch etwas holen, ein Vehikel. Nein, ein Vehikel. Car Spawner. Ich möchte gern ein. Das ist ein Gauntlet. Ich möchte gerne ein Motorrad. Wie heißt er? Carbon heißt er. Carbon. Ist der nicht dabei?
Caddy. Caddy! Hm. Was ist ein Body 2? Haha! Okay. Das Auto vom Ding. Vom Trevor. So, wie heißen die? Ein Titan möchte ich hier nicht spawnen, sonst fliegt alles in die Luft. Das ist doch ein Motorrad. Ja. Okay. PCG, das kenne ich noch. Von den älteren, von den PlayStation 2 Teilen. GTA 3, Vice City und dann geht es an Andreas Tod gesucht. Richtig Spaß gehabt. Ah, oh, schade, dass wir uns ein bisschen auf die Seite geknickt sind. Wir sehen so wenig. Jetzt ein bisschen zu viel Gewitter. Oh, schaut mal die Überschwemmungen an. Richtig genial. Ah, ist das schön. Also ich habe jetzt wieder Freude an GTA 5, nachdem ich auf bei GTA Online immer nur... Boah, der Blitz. Ja, als ich bei GTA Online einfach nicht ein bisschen enttäuscht wurde von den Spielern und dass ich immer von den Sitzungen rausgeschossen wurde, alles mögliche. Dann die Offline-Zeiten die ganze Zeit. Ja, eben, es gibt ein neues, einen neuen Server von Modder und vielleicht werde ich dort dann einsteigen und dann in einen privaten Server machen. Floster leitet ihn dann und dann können wir dort Scheiße machen mit Mods. Also da dürft ihr gerne ein paar Mods nennen, die wir dann, einbauen in den Server. Da waren wir noch nicht. So. Und dann unseren Spaß haben, wieso nicht? Aber Floster braucht zuerst ein besseres Internet. Und dann geht es. Aha, ja, das kenne ich auch. Das ist doch das Haus von diesem Techniker da. Lol. Rockstar Man. Rockstarin. Der Spider-Man. Und da, Mr. Rockstar, Mr. Los Santos ist auch noch hier. Und da hinten ist die Firma Rockstarin. Weiß ich nicht was. Fram hat hier auch nochmals einen Rockstar-Man. Nett, nett. Ja, das ist der Tech, also der Computerspezialist. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Oh, Face Teddy. Oh, schönes Spiel, wenn es das gäbe. Das muss Rockstar veröffentlichen. Blut und Mord. Brownstreak heißt der. Der Wolverine heißt Brownstreak. Wie der Zug, die Zugfirma. Was? Barfs? Captain Space Todd. Captain Space Mode. Captain Space Todd in seiner weiblichen Form. Prince Robot. Impotent Rage, der impotente, aggressiv. Und da unten ist ein Schwert. Okay, verrückt. Gut, mal das Wetter ändern in, nicht das, Wetter in Schnee. Ah, ist das schön. Ah, schaut mal, es wird sogar... Hä? Das ist doch das Wasser. Okay. Ah, das ist nur wegen dem... Ding.
Ich weiß nicht, ob man das kann in diesem Nativ-Trainer, aber man kann doch. Oh, das ist geil. X-Mess. Blizzard. Komm, wir machen Blizzard. Ja, das lassen wir. So, sehr schön. Ah, schaut mal die Sonnenstrahlen. Ah, das ist so, so geil. So geil, so geil. So, nächstes. Noch eins machen wir, und zwar, dass da oben ist irgendwas mit Garage. Wir gehen noch hier in die Mitte. Vielleicht ins Hochhaus. Den Wolkenkratz hinein. Also. Dann nennt mir bitte bis zum nächsten Mal, welche Mods ihr gerne sehen wollt. Und was ihr sehen wollt überhaupt beim Let's Play. Ja, alles Mögliche. Wir werden richtig viel Spaß haben. Und eben Tipps und Tricks und geniale Sachen, die ich machen könnte. Und die Anmeldungen dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal eben online mit mir etwas machen wollt. Ja, ich werde zwar nur in bestimmten Zeiten online sein und wenn ich gerade die Mods nicht drin habe, natürlich. Aber eben der Server kommt dann bald. Jo. Also da vorne ist es. Das sieht so richtig stimmig aus. Yay, Superman! Ja, ich blute, obwohl ich unbesiegbar bin. Ah, krass. Das kann man nicht. Das ist gegen die Regel. Ihr dürft hier nicht Geld verdienen, ihr Bankier. So, irgendwo hier kann man rein. Das ist das Ding. Wo man da einen Mann, ja, ihr seht es dann, wenn ich die Mission mache. So. Und wie kann man jetzt rein? Dort. Das ist nur ein Automat. Das ist nur so ein Stromkasten oder was das ist. Vielleicht nach oben gehen. Ja, ich habe nichts gemacht. Das war meine Waffe. Also bitte, hey. Ist ja schlimm hier. Da voll schlimm. Ah, da geht's nach oben. So, oder? So bin ich in Gebäuden langsamer. Die Bullen kommen wieder, aber nicht wegen mir. Ist doch nicht wegen mir, ich hab doch nichts gemacht. Ah, ist das verwirrend. Oh Gott. Kann man die Bullen nicht ganz abmachen? Ich werde vielleicht den Bullenmod mal installieren. So, ich muss hier rein. Ja, ich habe keinen metallischen Gegenstand bei mir. Ich trage ja nur eine Waffe. Und jetzt? Da, aha, so. Ich möchte gerne nach oben. Nein, ich bin hier oben. Hallo. Steck. Ach so, geht das. Und 49. Stock, okay. FIB. Ich möchte hier rein. So. Ach, hier ist es also. Ach so, okay. Hier ist mein Server, wo ich die Videos drauf speichere und dann hochlade. Hier ist die Überwachungskamera. Und wo ist denn wo ist mein Aufnahmeraum? Da muss ich noch besser gucken. Vielleicht hier drin. Ah, das ist das Klo.
Gehen wir mal aufs Klo. Okay. Es hat niemand gesehen, dass ich hier weggepisst habe. Ich habe es explodieren lassen. So. Irgendwo nehme ich auf, aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Wo? Hier drinnen, ja. Hier drinnen. Hier ist das Heimkino. Aha. Oh, habe ich eine schöne Wohnung. Ja, hier nehme ich auf. Okay. Haben wir alles gesehen. Noch ein kleines Feuerwerk. Yeah. Ist das niedlich. Ist das aber niedlich. Also. Dann gucken wir noch kurz das Video zu Ende. Und ich sage dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler, der ein bisschen traurig schaut. Weiß es nicht, wieso. Nun gut. Tschüss.